Es gibt nur einen Weg, wie du endlich 90% deiner Probleme auflösen kannst. Und dieser eine Weg ist, hör endlich auf nett zu sein. Hör endlich auf damit, freundlich zu allen zu sein. Hör endlich auf damit, allen in den Hintern kriechen zu wollen. Hör endlich auf damit, allen die Füße küssen zu wollen. Denn erst wenn du aufhörst damit, wirst du merken, dass du frei sein kannst. Denn dein ganzes Leben hast du gelernt, dass wenn du nett bist, wenn du freundlich bist, wenn du lieb bist, Du all das in deinem Leben bekommst, was du willst. Aber das ist eine verdammte Lüge. Eine verdammte Lüge, die dir ganz Leben lang erzählt wurde. Und die dich nirgendwo gebracht hat. Nirgendwohin. Außer in den tiefen Abgrund. Und das ist das Problem. Und der einzige Weg, um dort wieder rauszukommen, ist hart zu werden. Das bedeutet, wenn du weich bist, wenn du zu lieb bist, wenn du zu soft bist, kann man dich nicht ernst nehmen. Man kann dich nicht ernst nehmen. Verstehst du? Man kann dich einfach nicht für voll nehmen. Und wenn man dich nicht für voll nehmen kann, nicht ernst nehmen kann, dann kann man sich nicht auf dich verlassen. Und wenn man sich nicht auf dich verlassen kann, dann will man dich nicht im Leben haben. Das bedeutet also, der einzige Weg, damit Menschen das Gefühl bekommen, ich will, dass dieser Mensch, dass du ein Teil in ihrem Leben bist, ist, dass du hart wirst. Weil erst wenn du ein guter General bist, Erst wenn du wirklich für deine Soldaten da bist, sozusagen, wissen sie, dass sie sich auf dich verlassen können. Nehmen wir mal folgendes Beispiel. Stell dir vor, du hast eine Kampfsportschule. Stelle dir vor, da kommt ein neuer Schüler in diese Kampfsporthalle, der eines Tages einen Kampf bestreiten will, der irgendwann in die Arena will, kämpfen will, in den Ring will. Und jetzt hast du vier Wochen Bootcamp. Du hast vier Wochen, um ihn vorzubereiten auf diesen Kampf. Und in diesen vier Wochen bist du härter als jeder andere zu ihm, härter als jeder andere. Und in diesen vier Wochen hasst dich dieser Schüler über alles. Dieser Schüler hasst dich, er mag dich nicht, er regt sich über dich auf, er würde dich am liebsten verfluchen, aber irgendwann dann kommt der Tag des Kampfes. Und was der Schüler plötzlich merkt ist, dass er exzellent vorbereitet ist, dass er perfekt auf die Schläge, auf die Härte vorbereitet ist, weil er die ganze Zeit viel Schlimmeres durchgemacht hat. Und als er dann dann im Kampf ist, und kämpft, merkt er, dass er mit Leichtigkeit den Sieg holt. Die wahre Arbeit findet nämlich in den Trainings statt. Der leichteste Part ist der Kampf. So sollte es sein. Und genau so ist es mit allen anderen Menschen in deinem Leben, mit allen anderen Dingen. Wenn du ein guter General bist, dann hassen dich deine Soldaten, bevor sie aufs Schlachtfeld kommen. Denn auf dem Schlachtfeld werden sie dich lieben. Auf dem Schlachtfeld werden sie sagen. Du bist der Größte, den es überhaupt gibt. Und das ist etwas, was du verstehen musst. Aber bis dahin schaffen es die meisten gar nicht erst. Was heißt also, sie sind, jetzt beispielsweise der General, sie haben einen Soldaten. Und dieser Soldat fängt an, schlecht zu reden, sich zu ärgern über dich. Und noch bevor die Schlacht kommt, gibst du nach und bist plötzlich lieb, und bist plötzlich nett, und bist plötzlich zuvorkommend und sagst, oh, alles gut, heute die Trainingseinheit können wir auslassen. Lass es einfach. Egal, entspann dich einfach. Weißt du, was das Ding ist? Dieser Typ wird nicht mal die Gelegenheit haben, dich zu hassen, weil er auf dem Schlachtfeld untergehen wird. Warum? Weil du dir zu fein warst, um hart genug zu sein, und stattdessen auf deine Emotionen gehört hast, stattdessen nachgegeben hast und gesagt hast, aber ich will gemocht werden. Ich will gemocht werden. Und das ist eben das Ding. Niemand kann sich auf dich verlassen, wenn du zu lieb bist. Wenn du zu lieb bist, bist du wie eine Flagge im Wind, das heißt du veränderst dich konstant, je nachdem, wohin der Wind geht. Woher soll sie, woher soll er jemals wissen, dass er oder sie sich auf dich verlassen können, wenn du wegen jeder Kleinigkeit deine Meinung änderst und keinen Charakter zeigst. Das heißt also, es geht nicht darum, lieb in diesem Leben zu sein, und ganz egal, wer es dir beigebracht hat, er hat Scheiße erzählt, denn die Wahrheit ist, erst wenn du hart genug bist, können sich die Menschen da draußen auf dich verlassen. Vorher nicht. Deswegen nimm verdammt nochmal dieses Leben in die Hand und sei dir fein genug, um Härte in deinem Leben zu lassen, damit andere Menschen sich auf dich verlassen können, damit du etwas aufbauen kannst in deinem Leben, worin sich die anderen Menschen wohlfühlen und gerne ein Teil in deinem Leben sein wollen. Wenn du also bereit bist, damit aufzuhören, ständig so lieb zu sein, so nett zu sein, emotional abhängig zu sein und das Ganze endlich beenden willst, um wahre Liebe, Erfüllung, Freude in dein Leben zu ziehen, zu wissen, was du im Leben willst, ohne dich ständig für jeden und alles verstellen zu müssen, sondern verdammt nochmal, du selbst zu sein, dann bewirb dich für ein Erstgespräch. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung. Wenn es Fragen zu diesem Thema gibt, runter in die Kommentare damit und sei dir über eines im Klaren: nichts kommt zu dir. Respekt musst du dir holen. Liebe ist etwas, was du gibst, aber Respekt musst du dir holen. In dem Sinne, bis zum nächsten Video. Alles Gute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Let's go. Action.